Liebe Finanzmarkt-Welt-Community, die letzte Börsenwoche war eine Katastrophe. Eine Katastrophe für die ohnehin in Deutschland, ja, sehr schwache Aktienkultur, der, oder die, ja, ich sag mal, die Pleite von Wirecard, die Wirecard-Katastrophe, die hat hier doch einigen Marktteilnehmern eine Menge Geld gekostet und sollten auch sie unter den Wirecard-Verlierern sein, sollte sie es richtig übel erwischt haben. Sie sind nicht alleine, ich kenne dieses Problem, denn auch ich habe in meiner Trading-Anfangszeit ja, eine deutliche Schlappe hinnehmen müssen und deshalb weiß ich nur zu gut, wie man sich da fühlt. Und jetzt gilt es nur, kühlen Kopf zu bewahren und nicht irgendwie vorschnell agieren ja sollten sie starke probleme verspüren melden sie sich bevor sie irgendwas dummes machen infoatradingblog.de und ähm, ja ich, ich weiß wie sie ich weiß wie sie sich fühlt sie können mir gerne eine nachricht schreiben wir können auch gerne mal drüber telefonieren jetzt gucken wir uns aber die märkte an und da sah es bislang gar nicht so schlecht aus zum Wochenschluss hin haben die US-Märkte sich aber etwas eingetrübt. Und das müssen wir uns unbedingt angucken. Und aus diesem Grund, Kamera aus und bevor es losgeht, abonnieren Sie doch noch meinen Kanal Mario Steinrücken und lernen Sie Trading. Jetzt geht's los. Glaskugel an. Wir starten zuerst wieder mit dem Blick auf den DAX Future. Und in der letzten Woche, da hatte ich gesagt, na, alle erwarten, dass die Börse deutlich fällt. Ich meine, es gab ja, oder es gibt auch weiterhin genug Anlass, das zu glauben, aus fundamentaler Sicht. Nur leider geht die Börse ja immer den Weg des größten Schmerzes und der größte Schmerz liegt dann eher, ja, dabei, das nicht zu machen, was die Masse der Anleger glaubt. Aus diesem Grund ja, gehe ich weiter von einer Seitwärtsbewegung aus, die aber durchaus volatil ausfallen kann. Wir haben hier im Bereich der 12.100 Punkte-Marke ein Unterstützungsniveau. Wenn wir mal gucken, hier hat es angefangen mit einem Gap, das war Unterstützung. Hier Unterstützung, wurde zum Widerstand und jetzt wieder Unterstützung, Unterstützung, Börsenschluss am Freitag auf diesem Niveau gehalten. Damit haben wir erstmal wieder eine kleine Range. Noch ein, ja, ich sag mal, ein recht positives Signal zum Wochenschluss geleistet. Allerdings die US-Märkte, die sind ja unter Druck gekommen. Sollte der DAX in der nächsten Woche unter der 12.100-Punkte-Marke starten, dann sehe ich im nächsten Schritt wieder Kurse im Bereich 11.500-11.600 Punkte und ähm, in diesem Bereich könnte sich der DAX dann auch erst einmal wieder stabilisieren, um wieder in Richtung Seitwärtsbewegung zu laufen. Gucken wir uns noch ganz kurz hier Gap Close. Gaps sind immer richtig markante Widerstände und da hatten wir schon im Bereich 12.475 bis 12.535 hier auch mal Gap nach oben war Unterstützung, war Unterstützung, war Unterstützung. Bärm nach unten ausgebrochen. So und jetzt wurde das Gap in dieser oder in der letzten Woche, in der letzten Handelswoche geschlossen. Ganz knapp einmal angelaufen. Da hat man schon gesehen, na da beim Annähern an diesem Widerstand, da ist den Käufern schon ein ganzes Stück die Puste ausgeblieben. Ja, und eine Seitwärtsbewegung hat sich entwickelt. Es sind immer wieder so die gleichen Muster, die man im Chart findet und an denen man dann auch schöne Trading-Ideen ausmachen kann. Zum Beispiel Gaps als Widerstände, Gaps als Unterstützungen. Und hier ist es im DAX jetzt auch wieder, wenn wir am Montag unter dieser Unterstützung eröffnen, angenommen, ja, wir starten bei 12.000. Und dann wird dieses Niveau natürlich erneut zum Widerstand. Und dass dieses Niveau in der Vergangenheit auch immer, ja, für Reaktion gesorgt hat, das sehen wir ja. Und aus diesem Grund wäre der DAX, starten wir unter der 12100, ich sag mal im Bereich 12000, dann wäre das für mich ein Short-Niveau im Bereich 12100. Da kann man auch einen recht eng Stop-Loss, ich sag mal bei 12300 setzen, um in Richtung 11,5, 11,6, nach unten zu spekulieren. Schauen wir uns den SP 500 an und der ist ja in der vergangenen Woche auch erstmal schwach gestartet im Bereich dieses Unterstützungsniveaus. Range hoch, Range hoch, Range hoch, das waren Widerstände, dann Ausbruch, Unterstützung, Unterstützung ganz kurz gehalten und dann nach unten ausgebrochen. Eieiei, das sah erst einmal nicht gut aus. Wir sind zurück in die vorherige Range gelaufen. Kein so schönes Zeichen. Dann sind die Käufe aber direkt und massiv wieder in den Markt gekommen und das insgesamt ist schon wieder ein Zeichen der Stärke gewesen. Wenn man das im übergeordneten Gesamtbild betrachtet, eher ein Zeichen eben, naja, dass wir tendenziell ja doch eher in Richtung Seitwärtsbewegung laufen und nicht direkt wieder massiv nach unten abtauchen. Zum Handelsschluss am Freitag, beziehungsweise, das war jetzt hier Montag, Dienstag, gab es Aufwärtsbewegung. Und dann haben wir nur diese Seitwärtsbewegung gesehen im Bereich 3080 bis 3135. Das ist ein langfristiges Widerstandsniveau. Auf diesem Niveau haben wir jetzt die Range gebildet. So ein bisschen nahe Überschritten, Unterschritten dieses Niveau haben wir Unterstützungsniveau, wir haben Widerstandsniveau im Bereich 3.150 und am Freitag, Schlusskurs, ist der S&P unter dieses Niveau gefallen. Und das ist erst einmal, ja oder zum Wochenschluss hin, kein gutes Zeichen. Daher erwarte ich, dass wir in den USA in der nächsten Woche Verkaufsdruck sehen und dann, dass wir hier erneut in dem Bereich 2.960, 2.984 laufen. Was schon negativ wäre, wenn wir... Das Verlaufstief hier 2925, wenn wir das wieder erreichen, äh, das würde das Bild insgesamt eintrüben und wir müssten nochmal mit Rücksetzern bis 2707 bis 2736 rechnen. Also in der nächsten Woche ja, mal eher wieder auf etwas Downside einstellen. Noch ein Blick auf die Nasdaq und auch hier. Das ist ein schönes Zeichen dafür, dass man sich im Trading, ja man muss sich flexibel Aufstellen. Man muss gucken, was der Markt macht und darf nicht irgendwie fest und starr an seiner Meinung festhalten. Das fällt vielen natürlich schwer. Äh, ja, weil ich sag mal, im gesellschaftlichen Leben ist das ja doch eher nicht so gerne gesehen, wenn man sprunghaft ist in seiner Meinung, aber das müssen wir im Markt einfach sein und wir wollen ja Geld verdienen. Der äh, die Nasdaq ist wieder stark angestiegen von oder, ja, wir hatten ja dieses langfristige Widerstandsniveau, steigendes Widerstandsniveau, nicht so ganz mein Favorit, sind runtergefallen, Widerstand, das war hier schwaches Zeichen. Dann die Aufwärtsbewegung in der letzten Woche, Montag, Dienstag, das war schon wieder ne, ein Zeichen der Stärke wie im S&P, naja, tendenziell mal eher Range-Bewegung, denn wenn wir hier, wenn der richtig Verkaufsdruck im Markt gewesen wäre, dann hätten wir diese Abwärtsbewegung von 10.150 bis 9.400, die hätten wir gar nicht so arg weit korrigiert. Dann wären die Verkäufer direkt in den Markt gekommen. Ähm, ja, wenn wir nur so ein bisschen aufwärts gelaufen wären. Aber nichts da. Käufer sind wieder in den Markt gekommen, haben den die Nasdaq wieder hier über diesen steigenden Widerstand gedrückt, der dann erneut zur Unterstützung wurde. Wir haben einige Tage im Bereich der 10.000, 10.050 Punkte Marke auf hohem Niveau eine Seitwärtsbewegung ausgebildet, und da habe ich noch am äh, Donnerstag, Freitag früh gesagt, Achtung, hier, das ist eher ein bullisches Zeichen, die Wahrscheinlichkeit ist durchaus gegeben, dass wir nach oben ausbrechen. Dann wollen wir aber weitere Dynamik sehen, um dieses ja, markante Verlauf, um das Allzeithoch nach oben rauszunehmen. Dann müssen wir das hier als Sprungbrett nutzen, um dann bäm nach oben durchzuziehen. Wir sind nach oben durchgezogen, aber, wenn wir mal gucken, schwächlich. Wir haben so ein bisschen Druck gesehen. Und jetzt aber wieder den Rücksetzer unter die 10.000 Punkte-Marke. Wir sind zwar jetzt noch an dieser steigenden Unterstützung, die ich aber ja eh nicht so mag, und aus diesem Grund werte ich einfach das Bild, dass wir hier an dieses Verlaufs hoch, an das Allzeithoch gelaufen sind, dynamisch abgeprallt sind, das werte ich jetzt erst einmal negativ plus. Wenn man sich das Bild im SP 500 anschaut, mehren sich doch hier die Zeichen, dass wir uns in der nächsten Woche in Richtung 9400 Punkte wieder abwärts bewegen. Schauen wir uns noch den Goldpreis an. Der war stark. Insgesamt hält die Range weiterhin. Die Range ist alt, die Range ist fortgeschritten. Je länger ein Trend dauert, das heißt seitwärtsbewegung ist ja auch ein Trend, desto wahrscheinlicher bricht er. Und wenn wir jetzt äh, es schaffen, hier über diesen kurzfristigen Widerstand innerhalb der großen Range 1756 bis 1760 ausbrechen, dann haben wir eine gute Chance, dass wir diese markante Bollwerk-Widerstandsbereich hier nach oben durchbrechen und dann in Richtung 1900 und 2000 US-Dollar laufen. Schauen wir uns noch das Öl an und äh, ja, auch hier. Wir haben das Unterstützungsniveau 34 bis 3460 angelaufen. Dann sind wir wieder in Richtung Verlaufshoch gelaufen. Longniveau mögliches Shortniveau. Der Trend ist jetzt erstmal aufwärts gerichtet. Ähm, deswegen bin ich mit Shorts hier vorsichtig. Ich hatte zuletzt schon gesagt, wir müssen schauen, was da passiert. Umkehrsignale, so Schattenbildungen. Das wären dann mögliche ähm, Einstiegssignale in eine Shortposition. Der Ölpreis hat sich auch satte 2 Dollar zumindest mal kurz am Freitag verbilligt. Insgesamt sehen wir, dass der Widerstand seine, ja, seine Reaktion von sich gegeben hat, hat seine Markanz gezeigt. Da wir uns in einem Aufwärtstrend befinden, kann es gut sein, dass wir noch so leicht höhere hochsehen. Über 42,50 sehe ich den Gold, ach den Goldpreis, den Ölpreis natürlich weiterhin erst einmal nicht mehr. Sondern hier gilt es wieder darauf zu schauen: Zeichen der Schwäche. Zeichen dafür, dass die Widerstände nicht akzeptiert werden, dass hier Verkäufer in den Markt kommen, können wieder für Shorts genutzt werden, um, naja, nicht auf den großen Wurf zu spekulieren, aber durchaus mal eine schöne handelbare Gegenbewegung. Nach unten ist da allemal immer mit drin. Das war's von meiner Seite für diese Woche. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und ich wünsche Ihnen einen guten und erfolgreichen Start in die nächste Handelswoche.